Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu The Raven. Wir sind jetzt nicht mehr Zellner, weil der steht hier. Wir sind jetzt Adil oder wie der heißt. Und wir sind wieder am Anfang der Geschichte. Wir schauen uns mal die Zeitung an. Ganz seltsam, was hier gerade abgeht. Einbruch im britischen Museum. Ein Verletzter. 5000 Pfund Sachschaden. Täter unbekannt. Ist der Rabe zurückgekehrt? Ich wäre Ihnen auch so entkommen, aber Inch muss dir unbedingt Sprengstoff ins Spiel bringen. Ich hoffe, der Wachmann erholt sich bald. Mülleimer? Man kann zwar manchmal brauchbare Dinge in Mülleimern entdecken, aber dieser hier wurde anscheinend erst vor kurzem geleert. Oh, so ein Mist aber auch. Kiosk? Vermutlich findet man keine Zeitung zwischen Moskau und Madrid, die nicht über den Einbruch berichtet. Ich bin berühmt. Leider nicht für ein sauber ausgeführtes Verbrechen. Ist das die Stimme von JD? Kiste? In der Kiste waren vermutlich mal Bananen oder sowas für einen der Züge. Jetzt ist sie leer. Aha. Sie ist aus sehr dünnen Holzbrettern zusammengenagelt. Vermutlich musste sie nicht sehr viel Gewicht tragen. Nutzt sie die Kiste mit? Stelle die Arzttasche in die Holzkiste? Hä? Die Holzkiste ist groß genug, um die Tasche darin vollständig verschwinden zu lassen. Sie wäre vor neugierigen Blicken geschützt und ich könnte mich unbemerkt vom Tatort entfernen. Hä? Das ist aber ein Problem. Jemand würde es bemerken, wenn ich die Tasche hochhebe und in die Kiste stelle. Ich verstehe gar nicht, warum du die da reinstellen willst. Eine Ledertasche, wie sie häufig von Ärzten auf dem Land benutzt wird. Zum Transportieren ihrer wichtigsten Geräte und Materialien. Wenn ich die Tasche verschwinden lassen würde, könnte das Verwirrung stiften und ich könnte mich vielleicht unbemerkt in den Zug schleichen. Das Problem ist nur, dass ich die Tasche nicht einfach mitnehmen kann. Keine Chance. Ein Blick vom Arzt reicht und er würde sehen, wie ich mit seiner Tasche in der Hand wegspaziere. Er würde sofort Alarm schlagen und unser Schweizer Freund und Helfer hätte keine andere Wahl, als mich zu verhaften. Und das dann hätten wir ein echtes Problem. Auch das stimmt. Transportwaggon. Man wird mich nicht im Transportwaggon mitfahren lassen. Auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte. Schade. Sobald ich im Zug bin, muss ich eine Möglichkeit finden, unbemerkt in den Transportwaggon zu kommen. Aber immer ein Problem nach dem anderen. Können wir noch irgendwo anders hin? Aber wir können den Mann betrachten, aber hier gibt es nichts mehr. Was haben wir jetzt? Briefumschlag, Nachrichten, Messer. Einige Passagiere sind aus dem Zug ausgestiegen, um sich die Beine zu vertreten. Aber dieser Mann beginnt erst hier in Zürich seine Reise. Er musste etwa 10 Minuten auf den Zug warten und wurde zunehmend ungeduldig. Die Tasche deutet darauf hin, dass der Mann ein Arzt sein könnte. Er strahlt große Selbstsicherheit, fast Arroganz aus. Passt ins Bild. Der Steward aus dem Zug. Er hat einen wachen Blick auf seine Passagiere und ihr Gepäck. Der Zug hat einige Minuten Verspätung und vermutlich will er weitere Verzögerungen unbedingt vermeiden. Er würde mich sehen, wenn ich versuche, den Zug zu betreten. Das stimmt. Was machen wir denn da? Mit ein paar freundlichen Worten kann ich ihn vermutlich nicht weglocken. Eine der Zuggäste müsste ihm einen Auftrag geben. Optimal wäre, wenn ich dann noch irgendwie an seine Kleidung herankomme. Oh, was? Eine Schaffneruniform wäre die ideale Tarnung. Er würde mich sehen, wenn ich versuche... Wie denn? Was macht er denn da jetzt? Würde ich einfach den Zug betreten, würde mich der Schaffner vermutlich aufhalten und möglicherweise direkt der Bahnhofspolizei übergeben. Wahrscheinlich. Das kann ich nicht riskieren. Schauen wir uns mal die ganzen Sachen an, die wir hier haben. Ein Ticket für eine Reise mit der MS Lydia von Venedig nach Kairo. Einige Scheine und... ein Reisepass. Blanco. Es stehen weder Daten zur Person drin, noch gibt es ein Foto. Inch hat hervorragende Kontakte in die Unterwelt. Er kennt die besten Fälscher, Techniker, Taschendiebe und Trickbetrüger. Er selber ist dort aber eher unbekannt. Die meisten Leute wissen nicht einmal, dass sie für ihn arbeiten. Gut möglich, dass auch sein Kontakt in Kairo, dieser Mr. X, keine Ahnung hat, wer er ist. Inch liebt den großen Auftritt und hat einen Hang zur Dramatik. Warum würde er sich sonst der Rabe nennen? Mir gefällt nur nicht, dass ich als kleiner Teil seiner Inszenierung den Kopf riskieren muss. Was soll es schon für einen Sinn haben, seinem Gegenspieler Nachrichten zu hinterlassen? Tja. Ich
Kann ich das mit irgendwas benutzen? Ach, ich kann den Boden entfernen, okay. Ich könnte vermutlich mit wenig Aufwand die Bodenbretter entfernen. Sie sind dünn und die Nägel dürften entsprechend kurz sein. Warum auch immer. Warum? Jetzt stülpen wir die einfach drüber, oder was? Perfekt. Von fünf Seiten sieht sie wie eine ganz normale Kiste aus. Nutze Kiste ohne Boden mit der Tasche jetzt. Jetzt oder nie? Genau. Ja, sehr gut. Wir haben trotzdem nicht einen Hund gefunden, fällt mir gerade ein. Hey, du da! Verschwinde! Ja, der Herr. Sehr gut. Mögen die Spiele beginnen. Entschuldigen Sie bitte, die Herren. Sehen Sie nicht, dass ich mich mit dem Herrn Wachtmeister unterhalte? Der Zug fährt in wenigen Minuten ab, der Herr. Ich muss Sie bitten, nun an Bord zu gehen. Wir sollten das tun. Vielleicht haben wir ja während der Fahrt Gelegenheit, uns weiter zu unterhalten. An mir soll's nicht liegen. Was ist da denn jetzt so witzig? Wo ist meine Tasche? Sie hatten sie doch dort abgestellt. Das weiß ich selber. Wo sie geblieben ist, will ich wissen. Das weiß ich nicht. Aber ich werde mich sofort darum kümmern. Wenn die Herren derweil schon einmal den Zug betreten möchten... Sie und Ihre Zuggesellschaft haften mir dafür. Er wird die Tasche schon finden. Kommen Sie, Dr. Gebhardt, ich helfe Ihnen bei Ihrem Gepäck. Also schön. Der Schaffner scheint nicht recht zu wissen, wo er die verschwundene Tasche suchen soll. Ein bestimmtes Gepäckstück in einem Bahnhof zu finden, ist wie die Suche nach einer Nadel in einem... Nadelhaufen. Gib dem Schaffner einen Tipp. Sie scheinen etwas zu suchen. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Verschwinde. Hier gibt es nichts zu verdienen. Das will ich nicht. Ich dachte nur, falls Sie eine braune Tasche suchen... Hast du sie gestohlen, Bursche? Dann würde ich Ihnen ja jetzt kaum helfen. Ich habe gesehen, wie ein kleiner, sehr blonder Junge die Tasche genommen hat. Er ist mit ihr drüben verschwunden. Tatsächlich. Danke. Neue Bilder freigeschaltet. Verkleidungskünstler. Yay. Ist das da nicht die Tasche? Wo? Nichts für ungut. Niederschmetternde Nachrichten standen heute in der Zeitung. Haha, haha, haha. Schnell, Adil. Zieh ihn aus, dich an und dann rein in den Zug. Oh nein. Oh Mist! Schnell! Tipp, klicke einen Gegenstand im Inventar mit rechts an, um ihn zu betrachten. Sie werden mir Bescheid geben, wenn Ihnen etwas Seltsames auffällt, Herr Professor. Aber natürlich, Wachtmeister. Was soll das? Ich will was hören. Die Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Let me have a look. Das Abteil ist abgeschlossen. Mehr Belug? Ich kann mich dem Professor nicht zeigen. Ich habe ihn tagelang in London beschattet. Er könnte mich wiedererkennen. Beruhigen Sie sich, Herr Professor. Ich werde sehen, was ich machen muss. Sie verstehen nicht. Ich muss in mein Abteil. Also schön. Warten Sie. Lausche an der Tür. Der gibt nicht so schnell auf. Aber wir wissen ja, wir müssen nur zum Fenster raus. Mit leichtem Gepäck zu reisen. Das Gepäck der Baronin belegt einen halben Transportwaggon. Ich glaube nicht, dass der Koffer oder die Tasche etwas beinhalten, das mir weiterhelfen würde. Und am besten hinterlasse ich so wenig Spuren wie möglich. Aber da sind die Schlüssel drin. Erstmal einen Eckschrank aufmachen. Du meine Güte. Wie sehe ich denn aus? Ich bin nicht so gut darin, in andere Rollen zu schlüpfen wie der Rabe. Wie auch. Er hat das über Jahrzehnte perfektioniert. Aber für die Leute im Zug wird's reichen. Stimmt. Professor Lucien hat noch keine Nacht im Abteil hinter sich. Das Handtuch ist unbenutzt. Wenn ich es zusammendrehe? Dann? Was ist ein zusammengedrehtes Handtuch? Dann habe ich eine Art Seil. Ach so.
ist hier noch was? Können wir hier die andere Seite noch gucken? Nee, gut, dann Fenster. Es war das einzige Fenster, das im Bahnhof ein Stück offen war und mir daher als Einstieg in den Zug dienen konnte. Und jetzt könnte es mein einziger Weg hinaus sein. Das ist JD, oder nicht? Sagt mal, ist das JD? Das Fenster rechts müsste zum Abteil der Baronen gehören, das linke zum Großraumabteil. Das Dach könnte mein Fluchtweg sein. Ja. Dann raus mit dir. Also das finde ich gerade eine sehr lustige Idee, dass man jetzt die ganze Geschichte nochmal... Wenn ich mich hinstelle, bin ich mit dem Kopf auf Höhe der Lauffläche oben auf dem Dach. Aber das Dach ist zu schräg und zu glatt, um daran hochzuklettern. Das sind Lufteinlässe oder sowas, aber ich kann sie mit der Hand nicht erreichen. Dass man die ganze Geschichte jetzt mal aus der anderen Perspektive nochmal miterlebt. Nirgendwo reist man so entspannt wie mit der Bahn. Vor allen Dingen obendrauf. Also, dass man die Geschichte jetzt mal aus einem anderen Blickwinkel nochmal erlebt, das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Hat man auch selten im Computerspiel. Tritt in den Salonwagen, springe auf das Dach. Ich müsste mich im Zug frei bewegen können, solange ich mich von Professor Lucien fernhalte. Die anderen Gäste kennen mich nicht und die Stewards wechseln mehrere Male während der Fahrt. Ein neues Gesicht dürfte niemandem verdächtig erscheinen. Genau. Dann bewegen wir uns mal frisch, fromm, fröhlich, frei. Junger Mann? Ja? Ja, Sir? Sagen Sie, wann wurde hier im Orient Express auf Selbstbedienung umgestellt? Hätte man die Gäste darüber nicht vorher informieren müssen? Verzeihung, der Herr, ich wurde... Und was ist mit meiner Tasche? Hat Ihr Kollege sie gefunden? Es tut mir leid, der Herr, das weiß ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Die ganze Sache wird Konsequenzen haben. Und jetzt bringen Sie mir endlich einen Kaffee. Sehr wohl, der Herr. Muss ich jetzt erst... Ach, muss ich jetzt erstmal... Eine Schale mit alte Leute-Bonbons. Karamell, glaube ich. Nimm doch mal eins. Vielleicht können wir nachher Matt noch damit bestechen. So, was haben wir hier noch? Geh hinter die Bar, da muss ich einen Kaffee kochen jetzt. Schublade aufmachen. Abgeschlossen. Ach ja, ich erinnere mich. Abgeschlossen. Ja. Kaffeekanne. Noch was drin? Ist noch etwas Kaffee drin? Ja, gut. Dann stell sie doch nicht wieder ab, sondern benutze sie mit der Tasse. Ach, mit der Tasse. Ach, mit einer neuen Tasse sogar. Na gut. Oder hatten wir die da hingestellt? Nee, oder? Ich weiß nicht, ich bin kein guter Steward. Eine Tasse Kaffee für den Herrn. Wissen Sie, was das Problem mit Leuten wie Ihnen ist? Meinen Sie das mangelnde Pflichtbewusstsein? Oder die Hautfarbe? Oder kein Respekt vor den Älteren? Wir haben so viele Macken. Gut gekontert, braver Junge. Er wollte gar keinen Grund hören, warum er eine Zeit lang keinen Kaffee bekommen hat. Er wollte jemanden zur Schnecke machen, wollte einfach mal im Recht sein. Ein trauriges Leben, wenn man sich selber größer machen will, indem man andere klein macht. Ach ja, das gibt's ja auf YouTube auch sehr häufig. Geh hinaus. Was kann man denn noch machen hier? Spirituosen. Wir wollen zwar besaugen. Wein, Champagner, Gin, Brandy, Whisky. Alles rein. Die reichsten Schnösel nehmen dieselbe Medizin wie die ärmsten Schlucker, wenn sie Probleme haben. Das ist eine interessante Beobachtung, das stimmt ja. Ich kenne einige Leute, die vor einer Aufgabe, wie sie vor mir liegt, ein Gläschen zur Beruhigung brauchen würden. Ich bin da anders. Um den Umschlag auf dem Tresor zu platzieren, brauche ich einen klaren Kopf. Genau. Ach ja, wir müssen ja dann sowieso in den anderen Wagen. Und da den Umschlag irgendwie platzieren. Im Transportwaggon befindet sich der Tresor, an dem ich den Briefumschlag befestigen soll. Ich kann allerdings nicht wie ein Postbote durch den Vordereingang hineinspazieren. Das stimmt, dann gehen wir oben rum. Aber fall nicht hin und rutsch nicht aus und stirb nicht. Der Lift
Lüftungsschacht versorgt den Transportwaggon mit Frischluft. Er scheint auch groß genug, um durchzuklettern. Ich würde sagen, ich habe meine Einstiegsmöglichkeit gefunden. Cool. Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die beiden Schrauben, mit denen sie hier vorne festgeschraubt ist. Aber wir haben, aber wir können erstmal durchschauen. Um mal zu sehen, die Lage zu sondieren. Ich kann durch die Schlitze nichts erkennen. Sie ermöglichen mir nur einen Blick aufs hintere Ende des Waggons. Das reicht nicht. Ich muss vor allem in den vorderen Bereich sehen. Können wir das denn hiermit aufmachen? Warum auch? Die Abdeckung des... Ja, du kannst nichts erkennen. Schlüsselbund. Ein praktisches Schweizer Armeemesser. Geschenk eines Freundes. Ja, warum kannst du denn damit hier nicht aufmachen? Ja, dann müssen wir wieder zurück. Wir müssen erstmal irgendwie Werkzeug oder irgendwas finden. Ah, hier ist doch, steht doch diese Werkzeugkiste vor der Tür, wenn nicht. Ja. Genau. Gegen den Fahrtwind hier. Sieht aus wie ein Werkzeugkasten. Er ist mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert. Was ist in dieser Schlüsselbund? Im Schlüsselbund vom Schaffner gibt es eine Reihe ungewöhnlicher Spezialschlüssel. Mit dem hier dürfte man die Abteiltür von außen öffnen können. Glück für mich, dass ich den Schlüssel habe und nicht die Leute dort draußen. So wird die verschlossene Tür sie mir einige Zeit vom Leib halten. Am Schlüssel. Achso, ja. So. Öffne das Schloss mit dem Schlüssel. Schloss und Schlüssel passt. Nein, nicht das Richtige dabei. Verdammt, betrachte was? Und die Werkzeugkiste. Der Tresor wird von meinem alten Freund, dem Bobby aus London, bewacht. Selbst der würde sich fragen, was ein Stuart im Transportwaggon verloren hat. Das stimmt. Ja, wir müssen ja nochmal hier rein. Also dann, Showtime. Dann müssen wir gucken, ob wir noch woanders hin können. Also ob wir hier durch den... Ach, jetzt ist er weg. Weg ist er. Die alte Dame ist nicht in Zürich eingestiegen. Und sie sieht nicht nach Nancy oder Basel aus. Ich tippe auf Paris. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ich weiß nicht, wo ich sie schon mal gesehen habe. Vielleicht war sie früher Schauspielerin. Ich kenne sie von Fotos. Sie hat diese überlegene Gelassenheit von Leuten, die sich und anderen nichts mehr beweisen müssen. Sie hat Geld, so viel ist klar. Aber es ist nicht nur das. Sondern? Die jüngere Dame scheint so etwas wie die Pflegerin oder die Gesellschafterin der Alten zu sein. Ich würde sie nicht den ganzen Tag um mich herum haben wollen. Sie verbreitet eine gewisse Unruhe und Rastlosigkeit. Okay. Besser, ich spreche sie nicht an. Ihre Augen sind klug und wachsam. Etwas sagt mir, dass ich mir selber das Leben schwer machen würde, wenn ich versuchen würde, sie hinters Licht zu führen. Das stimmt. Ich dachte, die Wolle. Die Pflegerin der alten Dame kann die Hände nicht ruhig halten. Also streckt sie. Ich kenne diese Leute, die ständig etwas machen müssen. Sie kommen sich nutzlos vor, wenn sie nichts zu tun haben. Sie tun mir leid. Ja. Ich komme mir nämlich immer nutzlos vor. Ob ich was mache oder nicht. Darf ich den Damen noch etwas bringen oder ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Alles ist wunderbar, junger Mann. Sehr wohl. Haha, sehr gut. Hab's. Sag's nicht zu laut. Geh in den nächsten Wagen. Ich schätze, Professor Lucien steht immer noch auf dem Gang und versucht, in sein Abteil zu kommen. Ich warte lieber, bis die Luft rein ist. Okay. Aber was machen wir jetzt mit der Wolle? Wollknäuel. Früher oder später wird die Pflegerin die Wolle vermissen. Auch wenn es nur ein kleiner Rest ist. Früher... Ja. Können wir denn damit jetzt... hier hinten irgendwas mit anfangen? Oben mit den Lüftungsschächten? Mit dem Stück Wolle? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Was nun, was tun? Probieren wir mal was mit der Wolle zu tun hier? Nee, kann man nichts machen. Karamellbonbons können wir auch nichts tun.
Können wir die Nachricht nicht einfach da durchnehmen? Da kann man auch noch was tun. Schauen wir mal in unser Notizbuch. Meine Rolle. Die Dachluke des Transportwagens ist verschraubt. Ich benötige Werkzeug, um sie zu öffnen. Ja. Das Werkzeug. Ah, vielleicht können wir da mit dem Schweizer Armeemesser, vielleicht können wir das ja knacken. Vielleicht ist da Jan Dietrich dran. Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig zurückholen. Mich so zu erschrecken. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie wären ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins an meinem Fenster vorbeigeflogen. Abmarsch. Oh Mann. Ah. Lässt er das offen? Ja, er lässt es offen. Na also. Das war knapp. Das sollte uns noch weiterhelfen, wollte er eigentlich sagen. Er hat das Schloss offen gelassen. Wie zuvorkommt. Ja, wir waren sehr nett. Mal sehen. Was hat's denn? Ein Schraubenschlüssel. Yeah. Kann es so einfach sein? So, dann ab nach oben. Mit dem Schraubenschlüssel mal die Lüftungsgitter abgeschraubt und dann... Aber dann können wir doch nicht einfach reinspringen, oder? Würde ich jetzt sagen. So. Schraubenschlüssel, ja? Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel, ja? Naja. Oh. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, was mich im Transportwaggon erwartet. Dann kümmere ich mich um die Abdeckung. Die Abdeckung hat hinten das... Ich kann durch die Schlitze... Das reicht nicht. Ich muss den vorderen Bereich sehen. Kann ich hier weitergehen? Nee. Kann ich mit der Wolle hier irgendwas tun? Nee. Kann ich vielleicht von vorn irgendwie mal durch die Tür durchgucken? Wäre ja auch mal hilfreich. Oder wir gehen nochmal zurück in den Waggon, können vielleicht mit Matt reden, Matt einen Bonbon geben und dann ist er ganz freundlich zu uns oder so. Dann verrät er uns nicht oder irgendwas. Der Tresor selbst. Ich glaube nicht, dass ich noch etwas aus dem Werkzeugkoffer gebrauchen kann. Okay. Und wenn doch, weiß ich ja, wo er hängt. Ja gut, hast du recht. Showtime. Das ist nichts. Ich weiß nicht, was wir mit dieser Wolle machen sollen. Darf ich jetzt in den nächsten Waggon? Mit der Zange sollten Sie die Abteiltür schnell geöffnet bekommen haben. Ich denke, die Luft ist rein. Verzeihung, Sir. Sie hätten wir vor ein paar Minuten gebraucht. Sehr gut. Ich schätze, Inch ist mit im Abteil. Vermutlich wird er sich irgendwann unter einem Vorwand hinausstehlen, um für den Stromausfall und die Notbremsung zu sorgen. Keine Ahnung, wie er das anstellen will. Er lässt mich über solche Dinge grundsätzlich im Unklaren. Er traut mir auch nach Monaten der Zusammenarbeit noch nicht vollständig. Nur noch wenige Tage und ich bin den Dreckskerl für immer los. Und bis dahin muss er mit der Baronin in seiner persönlichen Hölle schmoren. Ein schöner Gedanke. Offensichtlich ist es den beiden gelungen, die Tür zu öffnen. Was wohl die Theorie des Archäologen ist, wer oder was die Tür verschlossen hatte. Ob er es wohl mit dem Einbruch in London in Verbindung bringt? Wohl nicht. Ich glaube auch nicht. Professor Lucien ist auf dem Weg nach Kairo, genau wie die Baronin. Die beiden kennen sich. Sie ist Vorsitzende des Vereins Freunde des Britischen Museums. Wollen wir hoffen, dass er nach dem Schreck vorhin sein Abteil nicht mehr verlässt, bis wir in Venedig sind. Ja, das wäre vorteilhaft. Wenn wir jetzt hier weitergehen, dann müsste da Matt rumsitzen. Matt Wurst. Kann ich hier weitergehen? Ah ja. Ach, und der Geiger. Ob es sich dabei um eine Stradivari oder so etwas handelt? Dann sollte ich mir ernsthaft überlegen, ob ich das gute Stück nach dem Stromausfall nicht einfach mitnehme. Ich bin hoffentlich bald glücklicher Familienvater. Da könnte ich einige Franken, Lire, Mark oder Franc sicherlich gut gebrauchen. Wie er das erzählt, während er 10 cm von ihm wegsteht. Ich werde mich beherrschen. Nebengeschäfte sind der sicherste und schnellste Weg zu Problemen. Ein Plan wie unsere hat schon genügend Unbekannte. Ich sollte ihn nicht weiter verkomplizieren. Ja, hast du natürlich auch wieder recht. Mit dem kann ich also nicht reden. Buch. Mit dem Buch erkennen wir jetzt bestimmt die Frau Westmacott. Ein
ein Taschenbuch. Ein Krimi, würde ich sagen. Das Pfarrhaus im Spiegel von Clarissa Westmacott. Ich interessiere mich nicht für Krimis, aber ihren Namen kenne ich natürlich. Sie ist die erfolgreichste Schriftstellerin der Welt. Nein, lieber nicht. Wenn ich schon lange Finger mache, dann sollte es sich wenigstens lohnen. Okay, hast du auch wieder recht. Ist hier irgendwas Interessantes? Aushang? Hier hängen Landkarten, Fahrgastinformationen, einige Fotos, der Reiseplan. Alles fein säuberlich hinter Glas und mit kleinen Magneten befestigt. Machen wir mal auf, warum auch immer. Geht nicht. Hier an der Unterkante der Scheibe ist ein Schloss. Aber wir haben einen Schlüssel. Dafür sollte der ja wohl passen. Der vielleicht. Komm schon, komm schon. Ja. Yeah. Wozu auch immer. Die große Landkarte hier zeigt die unterschiedlichen Reiserouten des Orient Express während seiner langen Geschichte. Sie ist größer als die anderen Aushänger und daher auch mit größeren Magneten befestigt. Ich nehme einen davon mit. Ja, mach mal. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt einen Magneten haben. Einige der Fotos sind durchaus ansprechend. Der Zug wurde professionell in Szene gesetzt. Warum dreht er sich denn vorher um? Der Weg über den Kohletender ist die einzige Möglichkeit, während der Fahrt zur Lok zu gelangen. Kaum vorstellbar, dass Inch am Tender entlangklettern wird, um vorne für einen Stromausfall zu sorgen. Ich vermute, dass er jemanden für die Drecksarbeit bezahlt hat. Inch geht praktisch nie ein persönliches Risiko ein oder macht sich selber die Hände schmutzig. Interessante Schuhe hast du, ne? Da musst du auch selber häufiger mal hingucken, einfach so, weil das so interessante Schuhe sind. Da haben wir gar keine Wahl, außer einfach hinzugucken. So war es das jetzt hier. Sieht fast so aus. Einfach mit keinem reden. Magnet? Wozu? Der Magnet ist zwar nicht sehr groß, aber durchaus stark. Kann ich die vielleicht hier... Huch. Ich knurrte den Magneten an den Faden. Aber das mache ich hinter der Tür, damit es keiner sieht. Fertig. Und dann stelle ich mich wieder hier hin. Magnet am Faden. Was mache ich denn damit? Der Faden ist nicht sonderlich reißfest, aber so viel Gewicht wie der Magnet hält er allemal. Hä? Wozu? Wofür? Warum? Und wo ist Matt? Wo ist Matt, die gute Wurst? Ist hier noch irgendwas? Geh in den nächsten Wagen. Der Wagen oder Waggon? Wagen, okay. Dann habe ich es ja immer richtig gesagt. Ja, vielleicht können wir damit ja jetzt irgendwie diese Luftschlitze umdrehen mit dem Magneten, dass wir in die andere Richtung gucken können. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Sowas kommt dabei raus, wenn ich ein Spiel komplett blind spiele. Also nie irgendwas gelesen habe in keinen Foren oder so und noch nie ein Let's Play dazu gesehen habe oder sonstiges. So krebse ich nämlich dann rum. Aber ich finde immerhin ab und zu Lösungen. Was? Stecke den Magnet am Faden in den Lüftungsschacht. Ich bezweifle stark, dass ich mit diesem Magnet am Faden den Tresor durch den Lüftungsschacht ziehen kann. Und ein anderer Grund, den Faden durch die Lüftung zu schieben, fällt mir momentan nicht ein. Mist. Ich muss mir erstmal. Du brauchst erst einen Überblick. Ja, aber. Hier, schmeiß mal einen Karamellbonbon rein. Mein Ticket. Ja. Achso, ja, ja, bla 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 bla. Mein Ticket? Bla bla bla. Tja, was soll ich denn jetzt tun? Ich muss mir irgendwie einen Überblick verschaffen, aber wie? Was mache ich denn mit diesem blöden Magneten? Ich muss gleich nochmal hier so ein paar Adventure-Punkte ausgeben, sorry. Weil ich habe im Moment echt keine Ahnung, was ich mit diesem Magneten und so machen soll. So, Notizbuch. Vielleicht gibt es ja ein paar Tipps. Meine Rolle. Meine Frage. Die Dachluke ist. Das Werkzeug habe ich doch. Die Sicht ist irgendwas. Ein Spiegel könnte Abhilfe schaffen. Ah, und den Spiegel hänge ich dann da dran. Aber wo kriege ich einen Spiegel her? Okay, wo kriege ich denn Spiegel her? Das fragen wir uns bis zur nächsten Folge, denn ich werde diese nun beenden. Nicht mehr so eine Überlänge wie die letzte. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Rätselt mit in den Kommentaren. Ich finde das super, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt,
Ich rätsel auch sehr, sehr gerne mit. Ich nehme ja nicht so viel im Voraus auf von The Raven, dass ich da auch zeitnah drauf eingehen kann normalerweise. Also, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüsschen.